Heute mache ich drei Hähnchenkeulen am Drehspieß. Etwas später kommt noch Gemüse dazu. Eine Paprikaschote und 250 Gramm Champignons. So, jetzt kommt Champignons und die Paprikaschote dazu. So, die Keule noch ein bisschen einpinseln, Olivenöl und Barbecue Rub. So, die letzten 20 Minuten kommen noch einige Kroketten dazu. Na, das sieht doch sehr gut aus. Jetzt mache ich den Grill aus und in 10 Minuten kann ich essen. Kroketten, Champignon, Paprika Gemüse und eine Hähnchenkeule. Das sieht doch gut aus. Mein Fazit, es hat sehr gut geschmeckt. Bei den Hähnchenkeulen war die Haut knusprig, Kroketten und Champignons und Paprikagemüse hat auch gepasst. Wunderbar. Zum Glück habe ich noch zwei Keulen übrig. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Video.